wenn ich von Schulen oder Gemeinden eingeladen werde, über das Thema Schularchitektur aus pädagogischer Sicht zu referieren, dann sehe ich meine Hauptaufgabe als Türöffner für einen Beteiligungsprozess. Und ich habe hier zwei große Anliegen. Das erste: In Österreich sollte keine Schule mehr saniert, um- oder neu gebaut werden, ohne die bestehenden starren Strukturen Klasse, 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 Gang zu öffnen, weil wir sonst für die nächsten 30 Jahre eine Pädagogik festbetonieren, bei der die Lehrerinnen und Lehrer ein Drittel ihrer Kraft zum Disziplinieren in ungeeigneten Räumen brauchen. Das zweite Anliegen: Jeder Schulumbau oder Neubau muss in einen Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozess eingebunden werden. Nun, am Beispiel der Vorarlberger Mittelschule Alberschwende möchte ich einige Aspekte, Einzelaspekte aus einem Beteiligungsprozess aufzeigen und auch das, was die Pädagogik hier einbringen kann. Hier war 2006 ein Schulumbau in Aussicht gestellt, eine Schulsanierung, und es wurde wie fast überall eine Liste von Raumwünschen, von Raumforderungen zusammengestellt, und das sind wie immer große Wunschkonzerte, eher mehr Räume, noch jeder für seinen Fachraum einen Zusatzraum dazu. 2008 gab es fertige Umbaupläne und Direktor Koch hat mich dann gebeten, hier noch einmal einen Vortrag zu halten, zuerst in einer kleineren Runde, Bürgermeister, Schulwart, Elternvertreterinnen, Lehrerinnen, und dann im Rahmen einer pädagogischen Konferenz. Und da wurde aufgrund dieser noch einmal einer Phase 0, die erste Runde muss nicht jede Schule gehen, hier wurde dann ein Prozess gestartet, vom Direktor Koch geleitet, wo nach 2 Jahren ein völlig neues Konzept da war. Ein Konzept offener Lernlandschaften, es gab hier eine völlige Überarbeitung der damals bestehenden Pläne. Da sehen wir auch, was sich in den letzten paar Jahren getan hat. Jetzt ist hier ein Raumkonzept da, wo ein Trakt eine Gestaltungseinheit, eine Funktionseinheit darstellt, mit dem pädagogischen Konzept Identifikation und Verantwortung. Durch diese andere Raumnutzung konnte der Lernraum von 55% auf über 90% erhöht werden, sodass die Verkehrsfläche nur noch knappe 10% beträgt. Und in dieser neuen Struktur hat sich auch das Klima dieser Schule verändert. Direktor Koch sagt, dass er schon nach dem ersten Jahr im Winter zum Beispiel weniger Krankenstände hatte. Wir haben hier im Sinne von Opening Mind begonnen, Möglichkeitsräume zu eröffnen. Nun, welche Bereiche gilt es da ins Denken zu bringen? Wo müssen wir Möglichkeitsräume eröffnen und neue Konzepte entwickeln? Und da braucht es einen Blick in die Entwicklung im derzeitigen Schulwesen. Wie sehen wir die ganztägige Betreuung, die Ganztagsschule? Wie gehen wir mit Inklusion um? Welche Herausforderung steht hinter diesem radikalen Konzept der Inklusion? Arbeit im Lehrerteam heißt heute Zusammenarbeit. Ja? Das, was eine Klasse an Kompetenzen braucht, vor allem auch in der neuen Mittelschule, ist nicht mehr über eine Lehrperson abzudecken. Das heißt, wir brauchen auch Räume für Teams. Schulen sind Räume für Teams. Das haben wir noch nicht in allen Schulen wirklich wahrgenommen. Lernen in heterogenen Gruppen als eine zentrale Herausforderung. Mehrstufenklassen, jahrgangsgemischtes Lernen und die neue Vielfalt an Lehr- und Lernformen, die wir heute kennen und auch umsetzen müssen. Wenn wir nun die Ganztagsschule heranziehen, ja, dann kommt es hier zu einer
vielfältigen und umfassenden Erneuerung des Schullebens. Also es geht nicht nur darum, dass man irgendwo für die Betreuung 2-3 Räume anbindet, sondern es kommt zu einer anderen Rhythmisierung des Schultags zwischen Unterrichtsphasen, betreuten Lernphasen, Freizeit, Essen. Und das ist nur ein Aspekt. Schule wird in einer echten Ganztagsschule zu einer demokratischen Polis, zu einem Ort, an dem sich echte Gemeinschaft und Gemeinsinn entfalten können. Und an dieser Schule von Herzberger in Amsterdam sehen wir auch, Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe arbeiten gleichzeitig an verschiedenen Lernorten. Der Klassenraum ist nur einer davon. Und da muss man sagen, die Regelung Fluchtweg ab Klasse ist nicht mehr haltbar. Hier braucht es völlig eine neue Definition auch von Brandabschnitten. Am Bildungscampus Wien Hauptbahnhof, da wird das sicher modellhaft umgesetzt, wenn nämlich die Bildungsräume mit den Freiluftklassen, den Lernräumen auf dem Marktplatz und den Außenflächen und im Zusammenspiel von Kindergarten, Volksschule und neue Mittelschule da umsetzen können. Was heißt Demokratie leben in dieser Polis? Nun bauen wir aber nicht überall neue Schulen, sondern wenn wir in bestehenden Schulen schauen, wie kann man ganztägige Betreuung umsetzen, dann müssen wir jeden Quadratmeter suchen, der in der Schule vorhanden ist, und in vor allem bestehende Verkehrsflächen zu schauen, wo kann man da etwas ändern. Und hier lassen sich oft auch Stiegenhäuser verändern, kleine Eingriffe, die große Wirkung haben. Der Raum im Kleinen hat seelenformende Kraft wie der Raum im Großen. Räume wirken. Und wenn wir Inklusion ernst nehmen, wenn es normal ist, verschieden zu sein, dann können wir die Zukunft der Schule nicht so gestalten, dass wir zu der Sonderschullehrerin sagen, geh du mit deinen ins E-Kammerl, ins Integrationskammerl mit den E-Kindern. Nein, wir haben keine E-Kinder, sondern Inklusion heißt, wir gehen davon aus, wir sind alle da. Ja? Wir sind alle da und alle haben das Recht, auf ihrem Niveau gefördert zu werden. Nun, hier haben wir auch so eine schöne Situation am Beispiel Alberschwende. Aus den zwei Klassen, die verbunden sind mit der großen Lernlandschaft, hier wird im Team gearbeitet, ein möglichst kleines Lehrerinnen-Team arbeitet hier zusammen und ist für den ganzen Trakt, ist für den ganzen Lernraum zuständig. Hier arbeitet gerade in der offenen Lernlandschaft heraus eine Sonderschullehrerin mit Kindern. Da ist man dabei. Man darf schon auch einmal getrennt sein, eine eigene Lerngruppe bilden. Aber man ist beisammen und es entsteht eine völlig andere Atmosphäre. Und vielleicht ist aus der einen Klasse auch ein Lehrer heraus dort in der offenen Lernlandschaft bei den BCs betreut, Schülerinnen und Schüler, geht aber auch auf Fragen ein, die zum Beispiel Schülerinnen und Schüler stellen, die von der anderen Klasse kommen. Also wir müssen überlegen, wie wollen wir die Arbeit im Team in einer Schule der Zukunft anschauen? Wie wollen wir unterrichten? Hilbert Meyer sagt, es sollte eine Drittelparität geben. So ein Drittel direkte Instruktion, lehrgangsförmiger Unterricht, ein Drittel projektorientiertes Lernen, ein Drittel offenes Lernen, freie Arbeit. Bei der derzeitigen Testeuphorie, die wir gerade haben, weiß ich nicht, ob wir diese Drittelparität zusammenkriegen oder ob nicht eine Tendenz zur direkten Instruktion zu spüren ist. Aber es ist klar, wir brauchen Räume, die frontalen Unterricht, die gemeinsames Lernen ermöglichen. Wir brauchen für Projektunterricht die ganze Schule. Wir brauchen dort Lerninseln und Lernstraßen, die jahrgangsübergreifendes Lernen in Projekten ermöglichen.
Und wir brauchen in besonderem Maße für offene Lernsituationen Räume, in denen sich der Einzelne als Handelnder fühlen kann. Ja, Kinder und Jugendliche wollen in diese Welt hineingreifen, in diese Welt der Dinge. Offenes Lernen heißt Neigungen entwickeln, eigene Lernwege gehen. Wir wissen doch, Lernen ist ein aktiver Prozess, ein Prozess der Selbstaneignung von Welt. Und dafür müssen wir in einer Schule der Zukunft Möglichkeiten schaffen. Ja, dieser aktive, selbstgesteuerte Prozess, der sich individuell und in sozialen Bezügen vollzieht, ist auch von Emotionen und anderen situativen Gegebenheiten, zum Beispiel vom Raum, beeinflusst. Räume wirken. Offene Lernsituationen brauchen Raum. Wir packen das in einer Klasse nicht mehr. Wir müssen öffnen, die Klasse kann nur, ein Bildungsraum kann nur ein Teil einer großen Lernlandschaft eines Lebens- und Erfahrungsraums sein. Es braucht Ausweitungen, sonst schaffen wir das nicht. Nun, das kann die Pädagogik in so einem Prozess von Opening Mind, Möglichkeitsräume eröffnen. Wir müssen alle Denkräume öffnen, nach neue Möglichkeiten ins Auge fassen. Ein zweiter Aspekt, den ich für ganz wichtig halte, sind Schulbesichtigungen, und die Vorarlberger Mittelschule Alberschwende, die sind dann zur Bodenseeschule Friedrichshafen, zur Robert-Bosch-Schule nach Münster. Sie haben 10 Schulen in Groningen besucht. Sie haben eine Klausur an der Gesamtschule Bürgeln gemacht, haben dann auch den Bürgermeister dorthin eingeladen, um zu sehen, was heißt es, auch andere Schulmöbel zu haben. Hier wurde vor allem unter der Leitung von Direktor Koch, der hier diesen Prozess auch gestaltet und moderiert hat, wurden Lehrerinnen, Schülerinnen eingebunden. Es gab regelmäßig Besprechungen mit dem Architekten, Bauleiter, mit dem Bürgermeister. Sie haben mit den Lehrerinnen Schülertische entwickelt. Schülertische, die den Schülerinnen und Schülern das Gefühl der Identifikation geben sollten. Ich habe einen wichtigen Platz. Und diese Tische wurden auch von Tischlern in Alberschwende hergestellt. Sie haben sich überlegt, wie müssen in der offenen Lernlandschaft die Möbel sein. Welche Lernmaterialien, die sonst in Lehrmittelzimmern verstauben, geben wir zu den Kindern? Wir können nicht mehr Lehrmittelzimmer haben, wo die Dinge verstauben. Wir müssen die Lehrmittel zu den Kindern geben, in diese offenen Lernlandschaften hinein, um diesen Dingen auch begegnen zu können. Sie haben überlegt, brauchen wir noch einen Informatikraum? Nein, sie brauchten ihn nicht mehr. Sie haben in einer Klausur geschaut, welche Arbeitsplätze wollen wir. Und sie haben dort ein Lehrerzimmer geschaffen, kein Konferenzzimmer. Die finden in offenen Lernlandschaften statt. Ein Lehrerzimmer mit Arbeitsplätzen. Sie haben die Schülerinnen und Schüler in einem Designer-Handwerker-Projekt eingebunden. Die Schülerinnen und Schüler haben Möbel für die Aula erstellt und sie bei Tischlern gebaut. Sie haben bei einem Steinmetz einen Brunnen hergestellt, der Brunnen für die Aula. Sie wurden bei der WC-Gestaltung eingebunden. Sie wurden in die Schulhofgestaltung eingebunden. Das sind Einzelaspekte, wie in einem längeren Prozess, über den Thomas Koch dann auch morgen noch sprechen kann, das umgesetzt werden kann. Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Wie sehen wir die Position der Schülerinnen und Schüler? Wie wollen wir Schule und Unterricht gestalten? Dankeschön.